Und da begrüße ich euch zu der nächsten Folge und zu einem neuen Part. Und ja, wir sind genau hier stehen geblieben wieder und wir haben das nächste Problem. Wir müssen, oder müssen nicht, aber große Schulen bieten Lösung für Überfüllungsprobleme. Bürgermeister, es erfüllt mich mit Stolz, Ihnen das Resultat monatelanger Entwurfsarbeit endlich vorlegen zu können. Eine neue, viel geräumigere Grundschule, eine Stadt, die so großartig wie diese braucht. Große Projekte wie diese, mit denen wir vielfach so viele Schüler wie ihr wie je zuvor in einer Einrichtung unterbringen können. Bildung für die Massen, Massenendermaßen. Ja, können wir mal annehmen. Dann weiß ich halt nicht, wo ich die Schule am besten baue. Also ja, auf einer Hauptstraße ist halt auch blöd, oder? Oder hier? Hier so an der Hauptstraße ist jetzt nicht schlimm, oder? Ne, da bauen wir die hier hin. Dann bauen wir diese Grundschule ab. Diese bauen wir ab. Diese bauen wir ab. Und können dafür die nächsten Gebiete hier neu anbauen. Ah, ich bin immer so schnell beim Klicken, das ist immer doof bei mir. So. Gut. Ja. Da haben wir jetzt eine größere Schule. Und die bedeckt auch das ganze System hier. Man kann es noch ein bisschen größer machen. So. So, ja, also. Gut, dann müssten wir jetzt halt sagen, okay, jetzt muss... Oh, jetzt müssen wir Industrie aufbauen. Die Industrie bildet sich so langsam hier. Da würde ich jetzt mal sagen, wir machen mal hier weiter. Bauen wir uns mal hier aus. Hä? So. 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 Ah ja, genau, das bleibt. Hä? Das kommt nicht mit dem zusammen hier. Genau. Dafür, Grab ist nöt. Aha, okay. Ne, die wollen gern einen Friedhof haben. Ja, wo baue ich jetzt den Friedhof an? Pff, ist auch ein bisschen blöd, hä? Jetzt sagen zu können, ich möchte gerne einen Friedhof haben. Ja, wenn, damit ich mal sagen, bauen wir es hier hin, oder? Den Friedhof. Ja, ja, bauen wir es hier hin. Anders geht's halt nicht. So, wir machen jetzt mal hier weiter. Und bauen uns eine Einbahnstraße. Jetzt würde ich mal sagen, wir machen mal so. So. Und so. Und diese Einbahnstraße, die geht so hin. Die andere, die geht nämlich so. Kann man hier das so aufbauen. So, und da geht auch kein Verkehr hier hin, weil das ganze System ist ja natürlich so bei mir auch aufgebaut. Aha, nee, warte, das müssten wir ja dann auch so aufbauen und halt auch so aufbauen. Dann machen wir das noch so hier. Zack. Nein. Zack und zack. So. Okay, warte, habe ich jetzt... Die Straßen hier sind nicht so, hä? Jetzt sind sie zu. So. Ja, jetzt haben wir das nächste Industriegebiet aufgebaut. Und wir haben jetzt hier... Oh. Oh, das geht aber schnell. Das geht aber ziemlich schnell. Große weitere Schulen für effizientes Lernen. Basis gewachsen und gewachsen und gewachsen. Bei so vielen Anwohnern mit so vielen Kindern haben wir auch so viele Sims, die Schulbildung brauchen. Also haben die Lehrer und ich uns zusammengesetzt und einen Plan für eine tolle neue weiterführende Schule entwickelt. Hier könnten wir zahllose Teenies auf einmal ausbilden. Wenn Sie also mal wieder eine neue weiterführende Schule bauen möchten, denken Sie an Ausbildung für die Massen. Anschaffungskosten und monatliche Kosten. Das lehne ich jetzt erstmal ab, weil das kostet uns ein bisschen Geld. Und wir haben auch nicht mehr so viel Geld, wie ihr seht, gell? So. Wir lassen das jetzt erstmal so. Weil das Gebiet hier
bietet gerade für diese große Grundschule bietet gerade so viel Platz, dass man wirklich sagen kann, auf jeden Fall, wir müssen erst einmal ein paar Wohnhäuser hier errichten. Das steht schon mal fest. Anders geht's nicht. Auch hier industriemäßig habe ich alles aufgebaut. Also der Weg hier ist jetzt sicher nicht so lang, oder? Oh, guckt euch mal den Stau hier an. Ach du Scheiße. Ja gut, das geht schon noch. Oh, die haben hier keine Arbeit. Warum haben die keine Arbeit? Das komme ich jetzt auch nicht nach. Momentane Belegung 9 von 9. Ah ja, genau, was ich eigentlich noch sagen wollte, wir könnten natürlich jetzt hier sagen, ich errichte mir meinen Sim. Ja, das mache ich aber jetzt nicht. Flut an Wassergebäuden schreit nach voluminöser Lösung. Wasser, Wasser, täglich wächst der Bedarf an Wasser. Natürlich könnten wir einen ganzen Pumpenwald bauen oder die Nachfrage mit tonnenweise Wassertürmen decken. Aber wie wäre es stattdessen mit einer neuen, größeren Wasserpumpe? So können wir mit nur einer Einrichtung der Durst vieler kleiner Gebäude stillen. Sie denken, das wird teuer, schon bald, aber die Flut an Reichtum wird dadurch gewinnen können. Sollte Basel noch viele Jahre über Wasser halten? Boah. Das könnte man wir eigentlich machen, so eine große Wasserpumpe. Ich weiß nur nicht, wo ich sie aufbauen soll. Das ist das Problem. Ja, wenn, dann würde ich sie hier hinbauen irgendwie. Hier so vielleicht oder hier so. Aber mitten im Wohngebiet ist ja auch doof. Das ist ja dann hoher Laut und so. Das ist schon nicht leicht jetzt gerade zu sagen, ich baue es irgendwo auf. Machen wir es hier. So. Dafür können wir die Leitungen, die wir jetzt hier haben, können wir so verlegen. Zack. Zack. Okay, das Wasser bildet sich, das ist ziemlich cool. So. So. Na, jetzt müssen wir das hier auch noch auffüllen, ne? Okay, und dann können wir das hier durchziehen. Das. Ah, ne. Das könnten wir hier durchziehen. Das hier. Das könnten wir so machen. Zack. Das hier. Okay, jetzt bauen wir mal. Bauen wir hier weiter. Okay, Energieproblem. Katastrophe bahnt sich an. Kraftwerke reichen nicht aus. Okay, dann bauen wir halt ein erweitertes Kraftwerk hin. Da würde ich jetzt mal sagen, machen wir mal hier das Gaskraftwerk. Hä? Noch ein weiteres. So. Das kostet erstens mal nicht so viel und zweitens ist das noch sehr gut. So, und dann bauen wir mal hier weiter. Wo war ich? Hier. Ja, genau, können wir auch durchziehen und das können wir auch hier durchziehen. So. 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 Okay, dann bauen wir hier noch weiter aus. Hier noch weiter aus. Und hier noch weiter aus. So. Gut. Aha, da oben ist ja natürlich noch unsere Villa. Das heißt, wir brauchen ja eigentlich auch noch Wasser. So. Gut. Da können wir eigentlich sagen,
weiß natürlich nie, ob wir jetzt direkt sagen, wir bauen uns das so auf. Weil das halt natürlich auch ein bisschen Geld kostet, so. 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 Gut, und dann könnten wir hier das Gebiet neu aufbauen im Prinzip. Und da warte ich das jetzt mal ab. Das lehne ich ab. Lehne ich auch ab. So, und dann bauen wir hier weiter aus. Gut, dann müssen wir halt abwarten. Hoffentlich bilden sich die Häuser weiter aus. Das wäre jetzt hölle cool, wenn die sich weiter ausbilden. Ich hoffe es. Auf jeden Fall bis zur nächsten Folge auf jeden Fall. Weil jetzt ist die Zeit auch wieder schon bald rum. Bin ja schon bei knapp 12 Minuten. Also fast 12 Minuten. Auf jeden Fall, ich sage jetzt einfach mal Tschüss und ja. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und danke fürs Zuschauen.